Mit in Lonsen sind wir heute, meine Damen und Herren. Die Glocken schlagen im Hintergrund. Man hört es, es ist zu einer ganz runden Zahl. Nämlich deswegen dürfen wir auch heute einmal so ein bisschen über die Kirmes sprechen. Mitten im Dorf. Die Kirmes ist nicht mehr lange. Nämlich am nächsten Wochenende findet die Kirmes hier in Lonsendorf statt. Mitten im Zentrum sind wir auch jetzt derzeit. Miron Bönnom ist heute bei uns und sie ist Vorstandsmitglied vom Verkehrsverein. Was steht nächste Woche an? Es ist ja eine runde Zahl. 40 Jahre Kirmes in Lonsen. Also auf jeden Fall feiert der Verkehrsverein dieses Jahr die 40 Jahre, aber allgemein hat sich um das Event, das wir am Sonntag organisieren, das ganze Wochenende eigentlich gestaltet. Also sie haben zum Beispiel Freitag schon mal die Eröffnung der Kirmes um 19 Uhr mit dem traditionellen Umzug von den Vereinen des Dorfes, die von der Schule bis hier zum Hubertushallenplatz eigentlich umziehen mit dem Kirmesbaum unter anderem. Am Samstag findet auch das Schießen von den St. Barbara-Schützen statt. Abends haben sie Kirmes, die dann hier auf dem Platz vor der Kirche den traditionellen fast jetzt eigentlich Starkbierabend organisieren. Und wir beim Verkehrsverein sind verantwortlich für den Sonntag. Und der Sonntag gestaltet sich rund um die Wiese am Bach, wo auch unsere Oldtimer-Show stattfindet, also die jetzt auch schon Jahre hier installiert ist, mit über 350 Traktoren und auch ein paar Überraschungen für unser 40-Jähriges auch. Überraschungen klingt immer hellhörig, darf man nicht verraten. Überraschung soll ja eine Überraschung bleiben. Ja. Aber es gibt trotzdem eine Band. Das ist eine Neuheit dieses Jahr beim 40-Jährigen. Genau. Generell haben wir einfach, sagen wir mal, so ambiente Musik mit einem DJ. Wir haben jetzt die letzten Jahre auch eine Pferdeshow, die dabei ist. Dieses Jahr ist das Thema Mittelalter mit auch einem Falkner, der dabei sein wird. Plus dann allgemein Speis und Trank, Animation, Traktorenrundfahrt und dieses Jahr um 17 Uhr haben wir auch eine Liveband, die dann auftreten wird. Mhm. Nun ist das ein Erfolgskonzept, das ja für sich spricht. Schon seit, ich glaube, bald 25 Jahren fahren die Traktoren durch Lonsen am Kirmessonntag. Andere Kirmes müssen sich immer wieder neu ausdenken, neu orientieren, damit die Zuschauer weiterhin kommen. Aber dieses Traktoren, oder nicht den Wettbewerb, aber diese Rundfahrt, das ist ein Erfolgskonzept, das für sich spricht, denke ich schon mal. Ja, also die Tradition ist da und die Leute finden es einfach genial, weil für die Familien ist das natürlich toll. Man hat eigentlich das ganze Dorf, das darum lebt und der Sonntag, und wenn das Wetter mitspielt, ist natürlich noch besser. Aber der Sonntag ist auf jeden Fall das Highlight, sind die Traktoren generell. Also das ist schon... Der Verkehrsverein, wofür steht er überhaupt? Was macht er das ganze Jahr hier? Nicht nur die Kirmes, da gibt es ja Gelder, die kommen rein, man muss ja irgendwelche Sachen in Ordnung halten. Genau. Ja, also der Name Verkehrsverein und Verschönerungsverein Lonsen, das spricht eigentlich von sich selbst. Also wir kümmern uns darum, die Wanderwege der Gemeinde, also des Dorfes eigentlich, zu unterhalten. Also wir haben unsere eigenen Wanderwege, 4 Stück, haben auch dann die letzten Jahre Wandertafeln installiert, haben auch Broschüren entworfen. Wir haben auch unsere Großveranstaltungen, wie die Kirmes hier am Sonntag, aber wir haben auch die Winterwanderung, die wir im Januar jedes Mal organisieren, plus dann... generell einfach Unterhalt, wenn man was sieht, eine Bank oder so weiter. Also das ist schon, wir machen schon viel mehr, wie man was so denken kann eigentlich. Die Wanderwege, ist das eher mehr für den Urlauber, der nach Lonsen kommt, oder eher mehr für den Einheimischen, wenn die Wanderwege so neu gestaltet werden? Das ist eigentlich mehr für beides. Dann hat der Einheimische die Gelegenheit, schön das Dorf zu entdecken, weil das sind auch schöne Wege, die so ein bisschen weniger bekannt sind und so. Und Urlauber haben wir ja generell auch. Wir haben schon eine Anzahl Ferienwohnungen hier im Dorf und haben auch viele Radfahrer, die vorbeikommen. Also haben schon Touristen auch in der Gegend. Mhm. Ja, nun ist dieser berühmte Sonntag, Kirmessonntag, der beginnt ja allmählich mit der Heiligen Messe, das weiß man. Dann gibt es so einen kleinen Rundgang im Dorf. Genau. Vielleicht kann man dann beschreiben, wann er genau anfängt, dieser Sonntag. Ja, also die Messe startet um 10 Uhr, also hier in der Kirche im Dorf. Dauert um die 45 Minuten und dann findet auch der Umzug statt, der dann bis zur Wiese am Bach führt, und da startet dann das Frühshoppen gegen 11.30 Uhr, weil wir sind dann sowieso schon da und warten dann nur auf die Leute, und dann Musik und Animation für die Kinder, für die Groß, für die Kleinen, also für alle Mann. Wie viele Zuschauer werden erwartet, so plus minus Traktoren sind ja, wie viele Traktoren ungefähr? Ja, um die 350 hatten wir letztes Jahr, wir erwarten wieder so dieselbe Anzahl dieses Jahr, und für die Zuschauer, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, da die Wiese sehr, sehr groß ist, aber ich denke schon, man kann um die 1.000, 1.500 Leute rechnen. Das heißt, der Zuschauer kann nicht nur mit dem Traktor fahren, der könnte ja auch eine Rundfahrt machen. Die Kinder zum Beispiel, die sind früher mal mit so Karren rundgefahren worden. Ist das immer noch? Ja, das ist leider dieses Jahr, ab dieses Jahr nicht mehr möglich, weil die Polizei gefragt hat, dass wir es
nicht mehr machen aus Sicherheitsgründen. Also die werden nicht einfach so mitfahren können. Die einzigen, die dann effektiv fahren, das sind die Fahrer der Traktoren dann. Aber man kann es sich anschauen von der Straße aus. Und dieses Jahr führt die Strecke über Herbesthal runter nach Busch und dann dreht man da oben schön um die Kapellenstraße und dann kommt sie wieder runter ins Dorf. 350 Traktoren, von ungefähr kommen die. Die sind ja schon weit und lange unterwegs, wie sie hier sind, denke ich. Ja. Kommt ja nicht alle aus London. Nee, also sprachenmäßig haben wir alles. Französischsprachige, deutschsprachige, niederländischsprachige. Sie haben welche aus Holland, Deutschland, die Eifel kommen, die von der Eifel kommen bis hier. Einfach Leute aus der Gegend auch oder hier im Dorf, die auch alte Traktoren besitzen, kommen auch dabei. Also es ist schon ein regionales Event, was man eigentlich nicht so oft sieht, und das ist schon eins der größten der Gegend hier. Müssen es alte Traktoren sein, die mitfahren, oder kann auch jemand mit einem neuen Traktor dabei sein? Also neue Traktoren haben wir jetzt nicht speziell auf der Wiese stehen. Das ist schon, das Konzept ist schon Oldtimer, aber das ist generell, also Traktoren haben auch Landbaumaschinen, wir haben auch ältere Autos. Die fahren jetzt nicht unbedingt mit beim Umzug, aber die können sie schon sehen auf der Wiese. Das schon, das funktioniert. Das Ganze ist aber ohne Eintritt. Das ist ohne Eintritt. Für die Traktoren ist halt nur Anmeldung erwünscht über unsere E-Mail-Adresse. Und dann regelt Herbert Korvos da, der sich darum kümmert, ein bisschen die Plätze vor Ort. Aber der Eintritt ist frei für das Event auf jeden Fall. Was ist ja mit dem Trödelmarkt? Ist der immer noch dieser Trödelmarkt, der in der Bachstraße war? Ja. Früher ist er immer noch à jour? Also das findet da immer statt. Also dann haben sie effektiv, wenn sie hier im Dorf kehren, haben sie dann die allgemeine Kirmes mit den Lunaparks und so weiter für die Kinder. Und dann haben sie die Bachstraße, die dann von der Kirmes bis zur Wiese bringt, da haben sie dann auch effektiv Trödelmarkt. Wir haben auch Handwerker angeschrieben, Künstler, dass das so ein bisschen diverse wird und ist. Also wenn jemand kommen möchte, im letzten Moment seinen Stand aufbauen möchte beim Trödelmarkt, das geht noch? Oder muss ja, er sich vorher anmelden? Also es ist besser immer anzumelden, aber generell finden wir immer was Platz. Oder wenn auch auf dem Lindenplatz oder so, also das ist kein Problem. Nun sprechen wir mal vom Tag davor. Kirmix, Starkbierbude, was versteht man unter Kirmix? Ist eigentlich, sie haben so in Lonzen haben sie mehrere Vereine. Also ich bin jetzt beim Verkehrsverein Lonzen, aber sie haben auch Kirmix. Kirmix ist eher, sagen wir mal, der Verein der Jugend, wenn man das so sagen kann. Und da nimmt auch die KJ dran teil und so weiter. Und die organisieren schon seit ein paar Jahren dann diese Starkbierabend, wo man sich dann trifft und zusammen ein Bierchen trinken kann, Musik hören kann, auch Live-Bands und so weiter. Also das ist schon eine ganz schöne Veranstaltung. Da sieht man alle Leute vom Dorf wieder mal und so. Also wenn sie nichts vorhaben, dieses Wochenende eigentlich schon, also dann sind sie gerne willkommen in Lonzen. Wir haben jeden Tag was vor. Am Freitag haben wir die Dorf, eigentlich die Kirmeseröffnung um 19 Uhr. Den Samstag haben sie einen Starkbierabend hier auch um 19 Uhr vor der Kirche und sonst den Sonntag natürlich ab 10 bis in die späte Nacht können sie gerne vorbeikommen auf der Wiese am Bach, ganz schön, einen schönen Moment mit ihrer Familie oder einfach nur in der Gegend zu verbringen.